grüß Gott, liebe Blauner, liebe Vogtländer. Wir sind hier, weil wir Ihnen erzählen wollen, warum lebt der Mensch? Oder why we can go in heaven? Diese zwei Fragen werden die zwei wichtigsten Fragen im Leben sein. Was passiert, ja, wenn sich das Fleisch von unserem Geist verabschiedet? Oder wenn die sich trennen? Das Fleisch geht irgendwann zu Ende. Das war schon immer so gewesen und es wird auch immer so sein. Und das andere war auch schon immer so, dass der Geist nie zu Ende geht. Der Geist ist ewig und die Seele, die kann der Mensch nicht töten. Der Mensch kann sagen, ich glaube nicht dran. Das heißt aber nicht, dass der Mensch die Meinung von Gott ändern kann. Wenn Gott allmächtig ist, dann wird Gott seine Meinung in alle Ewigkeit behalten. Gott ist der Ewige, der ohne Anfang war und der ohne Ende ist. Gott will uns zeigen, dass der Mensch Hilfe braucht. Wenn wir das lesen, ja, den Sinn des Lebens, da steht ein Bibelvers als letztes mitgeschrieben aus Titus 2, Vers 11. Die heilsbringende Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen. Warum steht hier allen Menschen? Gott ist ein Gott, der zu jedem Menschen spricht. Gott hat einen Mund und diese Stimme, es ist Gottes Wahrheit an Gottes Menschen. Der Mensch ist erschaffen worden von Gott, darum ist es auch der Sinn des Lebens, diesem allmächtigen Gott die Ehre zu geben, dass wir existieren können. Wenn wir uns nicht bedanken für unser Leben, dann wissen wir nicht, warum das wir leben. Der Mensch, der kann sich selbst verherrlichen, aber es ist total ungesund, weil der Mensch ist stolz und eigensinnig, während Gott sich an die Menschen verschenkt. Wir können den Charakter Gottes bei Jesus Christus erkennen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um den Menschen zu dienen. Er wurde nicht bedient. Er hat seine Jünger die Füße gewaschen und dadurch können wir erkennen, ein perfekter Gott erniedrigt sich, um die Menschen zu dienen. Welcher König, ja, wird seine Mitarbeiter die Füße waschen? Ja, welcher König würde es tun? Oder welcher Mitarbeiter wird seine Füße die Füße waschen? Dadurch können wir erkennen, dass der, der oben sitzt, fordert seine Rechte. Dass der Obere den Unteren dienen muss. Aber bei Jesus Christus ist es umgekehrt. Er ist von oben auf die Erde herabgekommen, um den Menschen zu dienen. Bis in die heutige Zeit. Jesus Christus hat nie einen Fehler begangen und dennoch dürft der Mensch sich Gott nahen. Er ist der, der uns liebt und der uns annehmen möchte, der uns verspricht, wenn ich vom ganzen Herzen suche, von dem werde ich mich finden lassen. Ja, wenn Sie nicht an Gott glauben können, suchen Sie diesen lebendigen Gott. Es hat einen Beginn, mit Gott in Kontakt zu kommen. Wir Menschen wachsen unterschiedlich auf, entweder in Atheismus oder in Religionen. Niemand kennt Gott von der Geburt, sondern es entsteht, es ist ein Suchen nach Gott und dann lässt Gott sich finden. Gott möchte, dass wir durch die Wahrheit gerettet sind. In unserem Land leben so viele Muslime, dass sie das Evangelium von Jesus Christus in Freiheit hören. Ich war selber im türkischen Gefängnis und da ist es schwer, das Evangelium zu verkündigen. Aber in Deutschland leben viele türkische Muslime, viele kurdische Muslime, viele afghanische Muslime. Und wenn ein Muslim beginnt, in der Bibel zu lesen, dann kann er erkennen, dass Gott den Menschen begnadigen möchte. Aber wenn der Muslim nicht in der Bibel liest, dann wird er in die Irre gehen, weil Mohammed, der hat viele schlimme Dinge begangen. Viele Frauen, viel Unrecht, viel Krieg. Jesus Christus hat gesprochen, liebe deine Feinde. Mohammed ist mit einem Schwert gekommen. Jesus Christus, er ist nicht zu den Frauen gegangen, aber Mohammed hat so viele Frauen gehabt. Wir können erkennen, wo ist ein Leben heilig und wo ist ein Leben unheilig. Aber auch der Deutsche, viele Atheisten sind hier, die
sagen, es gibt keinen Gott oder die Wissenschaft behauptet andere Dinge. Entschuldigung, auch das wird sie nicht den ewigen Frieden geben, weil der Mensch wird manipuliert durch Lügen und der Teufel ist der Vater der Lüge. Während Jesus Christus gekommen ist, um ein Leben in Überfluss zu geben. In Amen. 2 Vers 11 steht, die heilsbringende Botschaft ist erschienen allen Menschen. Sie können nicht sagen, Entschuldigung, Gott existiert nicht. Die heilsbringende Gnade ist erschienen durch Jesus Christus für alle Menschen. Wenn Sie nicht über Jesus Christus nachdenken, dann hat es ewige Konsequenzen für Sie. Aber wenn Sie akzeptieren, Jesus Christus ist für die Sünden der Welt gestorben und auch persönlich für Sie, dann werden Sie begnadigt. Ja, Gott muss die Sünde bestrafen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe ist durch Jesus Christus ewiges Leben. Und dieses ewige Leben in Gott, es ist unvergleichlich wie diese ewige Qual der Dunkelheit, was den Menschen Heulen und Zähneklappern verursacht. Wir wünschen Ihnen, kehren Sie um von Ihrem falschen Weg. Heute haben Sie die Möglichkeit, zu Jesus Christus zu kommen, wenn Sie sagen, ich weiß zu wenig von Jesus Christus. Schlagen Sie die Bibel auf, oder wir haben Bibeln hier. Beginnen Sie diese Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und dass sie erkennen, sie sind geschaffen für die Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus. Die heilsbringende Botschaft ist erschienen allen Menschen. Ja, das wünschen wir Ihnen, dass Sie sagen können, wer Jesus Christus hat. Er hat das Leben. Ohne Jesus Christus. Ewige Pein, ewige Not, ewige Qual. Und wir wünschen Ihnen, dass sie errettet werden durch die Liebe Jesu Christi, Amen. Der ohne Sünde war. Er hat sich hingegeben für die Sünden der Welt. Das hat niemand getan. Aber Jesus Christus sagt, niemand hat größere Liebe als der, ja, der für seine Feinde stirbt. Der, wo für die Menschen stirbt, ja, die ihn hassen und die Jesus Christus ans Kreuz geschlagen haben. Das waren Sünder. Alle waren Sünder. Jesus Christus ist der Einzige, darum spricht man davon, dass er der Erste ist von seiner Natur. Und das ist Gott selber. Anfang ohne Anfang, Ende ohne Ende. Lesen Sie die Bibel und erkennen Sie, wie groß Gottes Reichtum ist. Wir haben heute mit Lukas gesagt, wir wollen dankbar sein heute an diesem Tag für viele, viele Dinge. Dass wir Ohren haben, die hören, einen Mund, der sprechen kann, eine Zunge, die viele Geschmacksnerven hat, Füße, die laufen können. Diese Dinge sind nicht selbstverständlich. In einem Land zu wohnen, wo man Meinungsfreiheit hat. Ja, wir halten uns an Recht und Ordnung. Wir dürfen unseren Glauben frei verkündigen. Gott sei Dank. Und wir sagen, dass die Bibel sagt, Abtreibung ist Mord. Das sind nicht unsere menschlichen Gedanken. Amen. Wenn man mit Frauen spricht, die abgetrieben haben, die haben meistens große Schmerzen in ihren Herzen. Wir können das nicht akzeptieren, weil Gott diesen Gedanken nicht akzeptiert. Gott spricht die Dinge aus, die nicht in Ordnung sind. Er sagt, Gleichgeschlechtlichkeit ist in Gottes Augen große, große Sünde. Warum? Weil der Mensch in Gott und in Adam Gott und Adam und Eva eine Einheit von Menschen erschaffen hat. Und wenn sich der Mensch daran nicht hält, dann wird Gott ihn nicht schützen. Es sind Gottes Gedanken. Wer sich an Gottes Gedanken hält, den wird Gott segnen. Liebe Blauner, liebe Vogtländer, denken Sie drüber nach, was es heißt, dass der Mensch in Freiheit leben kann. Ohne Jesus Christus, ohne Frieden. Mit Jesus Christus ewiger Frieden. Drum singen wir dieses Lied, Sünde an dein Feuer, dass Gott in uns was anzündet, was wir nicht tun können. Aber wir wünschen Ihnen, dass Ihnen Herzen angerührt werden durch Gottes Wahrheit. Und Gottes Wahrheit ist ewig. Das wünschen wir Ihnen. Zünde an dein Feuer, Herr im Herzen mir, Helle möge es brennen,
liebe Heiland hier. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein. In deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Liebens und der Freude Quell. Du machst das Dunkel meine Seele hell. Du hörst mein Bieten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Ja, das wünsche ich mir, dass Sie sagen können, mein Heiland und mein Gott. Gott möchte Ihr persönlicher Retter sein. Amen. Niemand wird Sie zwingen, aber Gott lädt niemanden aus. Dieses Angebot ist für alle, ob für Deutschen, für Russen, für Muslime. Gott lädt Sie ein, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinwegstoßen. Worte der lebendigen Schrift. Herr Jesus Christus segne Sie in dieser Gemeinschaft. Gelobt sei Jesus Christus. Amen. Shalom. Amen. Shalom. Amen. Shalom.